Wann war die erste NATO-Erfahrung? Also, wenn ich ganz kurz ausholen darf, ich glaube, das Ganze hat eigentlich schon bei meiner Geburt begonnen, und zwar war das meine Geburt schon sonderbar, wenn ich das so erzählen darf. Und dann komme ich gleich zu der NATO-Erfahrung. Und zwar ist es so, meine Mutter war kein Mensch, der irgendwann jemals im Leben eine Vision hatte, ein NATO-Erlebnis oder ähnliches. Es wurde natürlich auch zu dieser Zeit nie darüber gesprochen, auch in den Medien nicht, in der Öffentlichkeit nicht. Tatsache war, als ich geboren wurde, genau an diesem Tag, es ist eine Woche vorher ein Jäger verschwunden in unserer Gegend, und meine Mutter hatte, während sie mich geboren hat, eine Vision gehabt. Und das war sonderbar. Während meiner Geburt. Und sie hat diesen Jäger gesehen in einem Jungwald unweit unseres Hauses, unter einem Baum sitzen, und der halbe Kopf hat ihm gefehlt. Auf diese Aussage hin wurde er dann auch dort gefunden. Das heißt, er hat Selbstmord begangen. Das war schon einmal eine komische Geschichte. Und dann ist es mit den Visionen weitergegangen. Meine Mutter hatte so etwas nie wieder. Das war eine einmalige Geschichte. Inwieweit es mit der Geburt und mit dem Ganzen zu tun hatte, kann ich auch nicht sagen. Für mich war es sonderbar, kann ich nur sagen. Denn gerade bei diesem Kind von 5 Kindern war es dann eben so, dass ich der war, der vermehrt Visionen hatte und auch Träume, und also die sich auch bewahrheitet haben dann letztendlich irgendwie. Also ich stelle irgendwie gefühlsmäßig eine Verbindung zu diesem Ereignis her. Warum, weiß ich nicht. Gefühlsmäßig. Tatsache war, also mein erstes NATO-Erlebnis hat sich wie folgt abgespielt. Ich war in einem, muss ich sagen, damals vor, es war jetzt 27, 28 Jahren, in einen sehr großen Tief drin, muss ich sagen. Ja, private Geschichten, Scheidung und so weiter und so fort. Und ich war wirklich einfach, ich kann sagen, fertig, ja. Und nervlich fertig, ich war nervös, ich war aufgewühlt, und ich ging eines Tages um 10 Uhr abends, weiß ich noch, ging ich zu Bette, und plötzlich spürte ich, wie mein Puls sich verlangsamte, und mir wurde auch übel dabei. Ich habe dann versucht, meinen Puls zu fühlen, und ich merkte, er wurde immer schwächer, bis ich plötzlich spürte, dass sich mein Körper ab, also meine Seele von meinem Körper ablöst, so kann ich es heute sagen. Ich blieb aber in Rückenlage liegen, und Licht durchdrang diesen Raum, in dem ich lag. Aber es war kein wirklich helles Licht, wie man es oft hört, sondern es war einfach nur heller. Und in diesem Moment sah ich zwei Gestalten links oberhalb von mir. Die eine wusste ich gefühlsmäßig, das ist meine Großmutter. Sie war, ich schätze, in etwa 3 Meter von mir entfernt in der linken Ecke. Neben ihr stand ein Mädchen von, ich schätze, 16 Jahren. Beide waren weiß gekleidet, und das Mädchen habe ich nicht gekannt, die ich aus späteren Erzählungen von meiner Mutter in den 30er Jahren, als die Zeiten so schlecht waren, sind ja zwei Schwestern, na, eine Schwester und ein Bruder von ihr verhungert in Oberösterreich. Und gefühlsmäßig dachte ich, vielleicht war das eine Tante von mir. Das hat sich dann nach wenigen Augenblicken zurückgezogen. Es kam nichts, keine Frage, keine Kommunikation kam auf, sondern ich sah nur dieses Bild, und plötzlich fand ich mich in einer eher, ja, dunklen Umgebung. Es ist schon dämmerig gewesen, und sah einen Schuppen vor mir mit Brettern beschlagen. Und ich wusste, hinter dem Schuppen steht der Bauernhof. Der war zwar nicht sichtbar für mich, weil er vom Schuppen verdeckt war. Und ich wusste, da drinnen ist Heu, Stroh. Und ich bin reingelaufen und habe mich versteckt, weil ich verfolgt wurde. Und zwar von 4 sonderbaren Gestalten, die eben an Mönche erinnerten, mit schwarzen Kutten und Gesicht, die waren gesichtslos. Ich wusste, sie suchen mich, habe mich dann da unter dem Heuhaufen versteckt, und es waren wie Suchhunde, sind mir die vorgekommen. Sie haben mich nicht gerochen, sie haben mich nicht gesehen, aber sie haben gewusst, wo ich bin. Als die bei dem Tor reinkamen, war ich plötzlich weg aus dieser Szenerie, wieder über meinem Körper, und im selben Moment, als ich das begriff, ich bin wieder zurück, griffen von oben runter 4 Hände aus dem Nichts, 4 Hände von 2 Menschen auf mich runter, wollten mich ergreifen. Und ich hörte noch, wie eine Stimme, also das waren 2 Männer, wie eine Stimme hörte ich zum anderen sagen, weiß er schon das? Und dieses das, er,
Also sterben musste, es wollte nicht mehr, dass der ausspricht. Ich habe nur mehr innerlich geschrien, nein, ich will und ich werde nicht sterben. Und die nächste Sekunde war dieses Szenario weg. Ich bin zurückgefallen in meinen Körper und plötzlich bekam ich einen Schlag auf die Brust, das mich richtig hochgehoben hat. Und ich bin links, ich bin so im Bett gelegen, bin links rausgefallen, rechts war die Wand und ich habe mich gerade noch am Bettrahmen anhalten können, sonst wäre ich richtig aufgeknallt am Boden. Mein Herz, habe ich dann gespürt, hat zu rasen begonnen und Gott sei Dank ist dann langsam diese Todesangst, das was eigentlich das Schlimmste war, ist dann langsam vorbeigegangen. Ich habe dann auch einen Arzt angerufen, der hat mich untersucht und er hat aber nichts gefunden. Und diese Großmutter, haben Sie da nur Umrisse gesehen? Ich habe die klar und deutlich gesehen. Auch vom Gesicht, die weißen langen Haare hat sie so runterhängen gehabt. Früher hat sie immer so einen Knödel hinten gehabt, aber damals waren die Haare einfach lang runtergehangen. Es waren so weißgraue Haare wie im Leben auch. Und das zweite Nahtoderlebnis? Das eine war vor circa 4,25, das andere war dann 4 Jahre später. Abends ins Bett gegangen, ich wollte den nächsten Tag mit einem Bekannten eine Wanderung machen und da ja 30 Kilometer von mir entfernt war, und da sage ich, Michael hat er geheißen, sage ich, Michael, du kannst heute hier bleiben, da musst nicht so früh aufstehen. Okay, er ist ins Wohnzimmer, hat sich hingesetzt auf die Couch und ein Fußballspiel angeschaut. Mich hat es nicht interessiert, ich bin ins Bett gegangen. Ich sehe ihn auch von so rechts aus dem Augenwinkel habe ich ihn auch gesehen, er ist dort gesessen, hat sich das Fußballspiel angeschaut und ich wurde plötzlich völlig steif und starr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, weder die Augen, ich konnte nicht sprechen, gar nichts. Nur mehr die Augenlider konnte ich bewegen. Und ich wusste nicht, was jetzt mit mir los ist. Und man hörte oft von dieser Starre beim Schlafen. Aber das war ja totale Starre. In der Nacht bewege ich mich auch. Okay, gut, ich war bei Bewusstsein. Aber in diesem Moment, als ich überlegte, was ich machen könnte, hat sich ober mir die Decke aufgetan. Es ist wieder Licht reingekommen, auch nicht ein sehr helles Licht, einfach nur Licht. Auch die Licht, das meine Augen vertragen hätte, mit Sicherheit. Also nicht so, wie man sagt, immer 1000-mal stärker als die Sonne. Ganz ein normales Licht und ich schaue darauf und plötzlich sehe ich ein Gesicht mit langen Haaren. Es war ein Mann. Und der sagt zu mir ganz einfach, sagt er, bist du bereit zu kommen? Ich war überrascht, warum? Ich habe dann schon gewusst, was er meint. Aber ich sage dann zu ihm einfach ganz nüchtern und sachlich, nein, jetzt noch nicht, später. Genau so. Dann hat er so genickt und gesagt, gut, dann später. Dann hat sich das wieder zurückgezogen. Es war auf einmal der Plafond wieder hier wie vorher. Das Licht war weg, der Mann war weg und ich konnte mich aber noch immer nicht bewegen. Und das Interessante an der Geschichte war, dass der Michael, mein Freund, der draußen gesessen ist, ich habe ihn noch immer wahrgenommen. Und ich dachte, ich muss ihn jetzt rufen, damit er mir aufhilft im Bett. Ich kann nicht aufstehen, ich kann mich nicht bewegen. Konnte ihn aber nicht rufen. Dann dachte ich mir, gut, dann muss ich mich jetzt in einen Traum rüberretten. Und in diesem Traum werde ich ihn rufen, er wird kommen und dann wird er meine Starre lösen durch eine Berührung. Ich bin eingeschlafen und in diesem Traum habe ich ihn draußen sitzen gesehen, nach wie vor dem Fernsehgerät sitzen gesehen, obwohl er in Wahrheit gar nicht mehr dort war. Und habe gerufen, Michael, komm, hilf mir auf, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann schaut er mich an, kommt raus aus dem Zimmer, nimmt mich an der Hand, an beiden Händen mit seinen Händen und zieht mich im Bett auf und ich setze mich auf und ich sage, danke, du hast mir jetzt irgendwie wirklich geholfen. Ich wusste nicht mehr, wie ich aufstehen soll. Ich war völlig gelähmt. Am nächsten Morgen um 5 Uhr bin ich aufgestanden und bevor ich noch was sagen konnte, ja, ich wollte ihm das erzählen. Er ist ja auch so ein Mensch gewesen, der immer gesagt, abgewunken hat, ach Quatsch, Blödsinn. Ich konnte mir es einfach nicht verkneifen, sagte mir, ist heute etwas Sonderbares passiert. Ich sagte ihm, dass ich im Bett gelegen bin und mich nicht mehr rühren konnte. Und dann fing plötzlich er an. Weißt du was, sagte er zu mir, ich hatte heute einen sonderbaren Traum. Du hast mich gerufen, ich bin hingegangen zu dir zum Bett und habe dir aufgeholfen und du hast dich bedankt. Ich habe danach die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe oft darüber nachgedacht und die einzige Erklärung, die ich habe,
dass die Menschen sehr wohl recht haben, die sagen, es gibt keine Zeit, die Zeit ist nur eine Illusion, um die Ereignisse in einer Richtung praktisch erleben zu können, von der Vergangenheit in die Zukunft. Und da eben alles, was passiert, dass alles, was passiert, praktisch nur in einem Moment geschieht. Und das war für mich damals irgendwie so wie ein Beweis dafür, dass es so sein muss. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist meine Antwort auf die Frage. Tatsache ist, dass der Mensch sich, also mein Freund, seit dieser Zeit hat er sich ein bisschen verändert und hat nicht mehr alles so irgendwie ins Lächerliche gezogen. Und von den anderen Ich kann Ihnen erzählen, also ich habe einmal einen Kontakt gehabt mit einer frisch verstorbenen Frau auf der Straße beim Autounfall. Ich habe eine Vision gehabt über meine Mutter, ihre Scheidung und den Hausverkauf, dass mir vorher niemand geglaubt hat, selbst meine Mutter nicht, obwohl sie wusste, ich habe immer recht, wenn ich was träume, wenn ich was erzähle. Ich habe so viel erlebt. Also das mit meiner Mutter war damals so, ich meine, die war lange Zeit verheiratet mit meinem Vater und er war auch schon knapp vor 60, als er sich plötzlich scheiden ließ, weil er sich irgendeine Freundin gefunden hat und meine Mutter hat davon nichts gewusst. Und eines Tages gehe ich vom Keller rauf, hatte so ein Paket Holz am Arm, gehe den Podest drauf, wir haben am ersten Stock gewohnt, meine Mutter unten. Und plötzlich bleibe ich stehen, ich sehe auf diesem Podest, bevor die andere Stiege dann raufgegangen ist, die zweite, waren Blumentöpfe gestanden und die waren plötzlich weg. Es war alles weg. Ich habe einen modrigen Geruch in der Nase gehabt vom Haus. Ich habe Spinnenweben in der Ecke gesehen und das Ganze hat gedauert, ich kann nicht sagen 5 oder 10 oder 20 Sekunden, ich stand einfach nur da und habe mir das Szenario angeschaut und plötzlich war das Dach von dem ganzen Haus weg. Ich habe von oben auf das Haus reingesehen und habe gesehen, da waren keine Möbel mehr drinnen. Ich war dann irgendwie überrascht. Ich habe von der Scheidungsgeschichte genauso wenig gewusst wie meine Mutter, also dass mein Vater vorhat, sich scheiden zu lassen. Ich gehe dann rauf und lege mein Holz ab, gehe zu meiner Mutter runter und sage, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Sage, ich glaube, wir werden in diesem Haus nicht mehr lange leben. Und sage ihr, warum? Sagt sie, mein Sohn, ich weiß, also, was du bis jetzt erzählt hast, das war ja sicher kein Blödsinn, aber das, muss ich jetzt sagen, das ist Quatsch. Sage, du wirst sehen, in 2, 3 Monaten wird dieses Haus zum Verkauf stehen. Und genauso war es auch dann. Und meine Mutter war mir danach eigentlich sehr lange noch dankbar wegen der Geschichte, weil sie sich doch innerlich schon vorbereiten konnte. Sonst hätte sie komplett kalt erwischt, die ganze Sache. Das war eine richtige Vision, sage ich, wo ich wirklich, es war auch eine außerkörperliche Erfahrung dabei, denn ich habe alles von oben gesehen und es hat das Dach des Hauses gefällt. Ich habe jedes einzelne Zimmer gesehen, obwohl der untere Stock durch den oberen verdeckt war. Und trotzdem war alles frei. Das kann man einfach schlecht erklären. Und Dinge in dieser Art sind mir also wirklich sehr viele. Oder ich kann mich erinnern, die erste Geschichte überhaupt mit 16 Jahren, als unser Nachbar gestorben ist. Wir hatten in einem Bauernhaus gelebt, bevor meine Eltern ihr Wohnhaus fertiggestellt haben. Das war im Salzburger Land. Und ich hatte zu diesen Nachbarn eigentlich keine wirkliche Beziehung. Ich war ein Kind und wir sind dann weggezogen und im neuen Haus waren wir ja von denen weg praktisch und hatten gar keinen Kontakt mehr. Ich träumte dann mit 16 Jahren, dass ich bei denen im Anbau, am Bauernhof war ein Anbau, da war Holz drinnen. Und ich stand da drin, obwohl ich da nie drin war. Ich war in meinem Traum da drinnen und dann kam die Bäuerin zu mir mit einer Zeitung in der Hand, schaut mich an und sagt, Bub, die nächsten Tage wirst du das in der Zeitung lesen und zeigt mir die Zeitung her und war die Todesanzeige von ihrem Mann drinnen. Und er ist tatsächlich 2 Tage später gestorben. Das war mein erster Traum im Zusammenhang mit einem Todesfall. Ja. Und so Sachen haben sich dann eben sehr häufig wiederholt bei mir. Ich habe, ja, ich weiß nicht, wo ich anfange. Also, das Mädchen zum Beispiel auf der Straße, wenn ich das erzählen soll. Das war an einem Freitag 1980, ich glaube, es war Anfang Juni, es war schon ein schöner Tag. Ich habe, glaube ich, um 2 Uhr die Arbeit niedergelegt, bin dann nach Hause gefahren und am Nachhauseweg von Salzburg raus
Hab mich ein Notarzt überholt und ja, dachte ich eben, irgendwo ein Unfall. Der war dann eine Ortschaft vor meiner Ortschaft, der Unfall, und Verkehr war damals, das war 1980, da war kaum Verkehr und 2 Uhr Nachmittag, die meisten haben entweder um 12 aufgehört oder am Abend. Also die Straße war relativ frei. Da ist ein Mädchen aus Oberösterreich mit ihrem BMW in einen LKW reingefahren. Vielleicht abgelenkt, ich weiß nicht. Ich bleib stehen. Irgendwie hat mir das, ich bin kein Gaffer bei Gott, ich fahre normal vorbei, aber an diesem Tag hatte ich das Gefühl, ich muss aussteigen und ich wusste nicht warum. Ich bin ausgestiegen, es hat sich auch niemand gestört dran. Schau mal das Mädchen an, das liegt so 1 Meter vor mir auf der Straße, quer rüber. Der Motorblock, den hat sie in den Bauchraum rein, das war alles zerquetscht. Warum da der Notarzt noch gekommen ist, weiß ich nicht. Tatsache, sie war definitiv tot, Augen offen, gebrochen. Und sie hat mir irrsinnig leid getan. Es war da, als hätte ich sie gekannt. Ich wusste aber nicht, woher, und bin dann einfach gegangen. Bin nach Hause gefahren, in die nächste Ortschaft. Sagte meine Freundin, jetzt war ich gerade bei so einem Unfall, bin ich dazugekommen. Und ich weiß nicht, warum, irgendwas zieht mich dahin. Ich weiß nicht, was. Sagt sie, ja gut, ich fahre mit. Sind wir raufgefahren. Einstweilen ist der Leichenbestatter gekommen. Der Sarg ist neben der Leiche gelegen. Und ich stelle mich hin und schaue, ich war irgendwie so ergriffen und berührt. Und ich musste es gespürt haben. Denn ich spürte plötzlich hinter mir rechts oben, in einer Entfernung von einigen Metern, schräg im 45-Grad-Winkel vielleicht, spürte ich etwas, eine Präsenz, also wirklich so stark. Ich habe mich ständig umgedreht und meine Freundin schaut mich an und sagt, was hast du, was ist denn da? Ich sage, ich weiß es nicht, ich spüre was. Und plötzlich huschten die Worte über meine Lippen, um Gottes Willen, Eva Maria. Meine Freundin schaut mich an und sagt, wieso hast du die gekannt? Sage, nein, warum? Er sagt, weil du gerade einen Namen gesagt hast. Ach so, ja, sage, das weiß ich nicht, der war plötzlich in meinem Kopf. Wir sind dann gefahren, am nächsten Tag, am Samstag, steht in der Zeitung, Mädchen tödlich verunglückt, die war vielleicht 24 Jahre, schätze ich sie mal, mit dem Namen Eva Maria, und Bene war ihr Nachname. Und ich hatte immer das Gefühl, das Mädchen will mir sagen, geh zu meinen Eltern und sag, dass ich noch lebe. Es gibt mich noch. Ich habe das nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, was würden die Menschen von mir denken? Ich habe eigentlich so schon genug schlechte Erfahrungen gemacht damit. Jetzt fahre ich dann vielleicht noch dahin und schau, wo die wohnen. Vielleicht hätte ich es rausbekommen. Ich weiß nur, habe gespürt, die will, dass ich ihren Eltern sage, sie ist nicht tot. Eva Maria Bene, den Namen werde ich wohl nie mehr vergessen. Und bei der ist mir wirklich vorgekommen, als hätte ich sie gekannt und ich weiß einfach nicht woher. Ich habe die nicht gekannt, aus diesem Leben sicher nicht. Aber es hat mich eine so tiefe Trauer mitverfolgt und das jahrelang. Das war sonderbar. Und ich kann nur sagen, ich habe dann viele Jahre später einen Bericht gehört, ich glaube, das war ein Tscheche, der in Italien war das war 64, glaube ich, Jankovic hat der geheißen, der Mann. Das hat mich an den dann erinnert, die Geschichte, weil der hat auch gesagt, eine Frau aus Lugano, bei der ich am Markt immer eingekauft hat, stand vor meiner Leiche und ich habe sie beten gehört innerlich und nimm diesen Mann auf. Und das habe ich viele, viele Jahre später erst gehört, nach meinem Erlebnis. Und da dachte ich mir, das muss umgekehrt auch so gewesen sein. Die hat hundertprozentig, hat die irgendwie meine tiefe Trauer empfunden. Naja, und da hat es noch andere Begegnungen gegeben, also da, wie hier in der Küche draußen, also diese Gestalt, die werde ich auch nicht mehr vergessen. Und zwar hat mich mein Hund darauf hingewiesen. Ich habe geschlafen im oberen Schlafzimmer mit der Frau und um circa 12:30 Uhr nachts, der Hund brüllt, hat er noch nie gemacht. Nicht gebellt, er hat gebrüllt vor Angst, gewenzelt. Ich bin runtergestürmt, die Stiege, gehe in den drüberen Raum rein, haben wir heute Schlafzimmer und ich drehe das Licht auf, mache die Tür auf, schaue in die Küche raus und sehe, wie der Hund auf allen Vieren daherkriecht in meine Richtung und schaut ständig zurück. Ich wusste nicht, was hat der Hund? Dreht das Licht dann in der Küche auf und Sie können mir glauben, in dem Moment, wo ich vor den Türstock ins andere Zimmer geschaut habe, mir hat es die Haare im Nacken förmlich aufgestellt. Ich habe da eine Wesenheit wahrgenommen, nicht richtig gesehen, aber sie war energetisch. Das habe ich sogar
Ich habe es gespürt, muss ich sagen, weil mit meinen physischen Augen habe ich es wirklich nicht gesehen, aber ich habe es genau gespürt. Ich habe gesehen, der war circa 1,75 Meter, habe ich ihn geschätzt, groß. Er war etwas korpulent und hat sich nicht bewegt. Und es war so ein, wie ein Flimmern, so ein Straumflimmern außen an der Außenhülle. Also Sie haben schon visuell irgendwas Aber gesehen. visuell minimal, aber gespürt mehr. Ich wusste, da steht jemand, ich weiß nicht wer. Ich kann nur sagen, 2 Monate vorher ist ein Arbeitskollege von mir gestorben, der hatte genau die Figur und noch 2 Monate früher, das war im Oktober, ist ein Freund von mir gestorben, der hatte dieselbe Figur. Und ich wusste, oder wusste nicht, ich dachte, einer von den beiden musste es sein. Ich weiß nur, der Hund hat sich irrsinnig gefürchtet, der hat geschrien und ich bin runtergestürzt und ich weiß nicht, war der vielleicht vorher oben, wollte mich wecken und sich zeigen, ich weiß es nicht. Tatsache war es dann so, dass es über den Hund gelaufen ist. Also der Hund hat mich dann geweckt durch sein Geschrei und aus seinem Verhalten, also das war panische Angst, kann ich Ihnen versichern, wirklich panische Angst. Ich habe sowas bei einer Katze einmal erlebt, 1983, 84. Eine Katze, die in meinem Elternhaus bei uns oben mit uns gelebt hat, die plötzlich um circa 7:30 Uhr abends schaut sie in eine Ecke rein. Das waren 2 Zimmer, Küche und Wohnzimmer, war nur optisch getrennt mit so einem schmiedeeisernen Gitter. Und die steht in der Küche, die Katze sitzt da und beginnt zu fauchen, der Schweif buschig. Da schaue ich auch in die Ecke rein, wo die Katze hinschaut, und da ist genau dasselbe. Nackenhaare aufgestellt und auch gemerkt, gespürt, da ist eine Wesenheit. Aber die war bedrohlich, auch für mich. Wer und was das war, ich habe keine Ahnung. Ja. Was hat es sonst noch gegeben? Es hat sehr viel gegeben. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel an, das ist noch nicht so lange aus, vor der Tod meines Nachbarn. Sein Vater hatte Lungenkrebs, wussten wir alle, hat vielleicht ein Jahr dahin gekämpft. Im April, es war 13, im April 13 stehe ich vor dem Haus. Ich hatte mit den Leuten nicht viel zu tun, weil sie sehr abgeschlossen sind. Also mehr in der Familie. Und ich habe mal mit ihm gesprochen, mit dem Mann, mit seinem Sohn, weil, wie ich zu Ihnen schon gesagt habe, er ist mit dem LKW gefahren, hat den Kran oben und hat mir hier im Garten mein Flugzeug rausgehoben, als ich es verkauft habe. Das habe ich hier zwischengelagert. Und ja, das war eigentlich das einzige Mal, wo ich mit ihm wirklich was zu tun hatte. Und im März, im April 2013 hat er mich hier mal kurz angesprochen, weil er mich gesehen hat. Sagt er, was machst du? Sag ich, ja, ich schneide die Äste von dem Baum weg, damit die Traktoren durchfahren können. Ja, wir haben nicht viel gesprochen. Er sagt nur, der Vater, er ist sehr krank. Sage ich, ja, weiß ich. Er ist dann rein. In dieser Nacht träumte ich stehe bei ihm am LKW auf dem Trittbrett, schaue ihm zu, so von unten rauf, und er nimmt die Tachografenscheibe raus, das Blatt, das Schaublatt, schreibt seinen Namen drauf und den Kilometerstand. Und dann sagt mir eine Stimme, der Hansi hat nicht mehr lange, wortwörtlich hat nicht mehr lange. Er wird 50 Jahre. Ich wusste nicht, wie alt der ist. Ich hätte sicher um 2 oder 4 Jahre verschätzt bei ihm. Er hat ein bisschen jünger ausgeschaut. Ja, und am 9. Juli 13 ist sein Vater gestorben. 2 Tage später der Sohn an einem Herzinfarkt. Als er aufs WC gehen wollte, ist er von der Muschel runtergefallen. Fertig. Und ich habe das meiner Frau erzählt und die sagt noch, ja, wir wissen doch alle, dass der Hansi bald stirbt, weil er Lungenkrebs. Sage, nein, sein Sohn, und er wird 50. Ich wusste nicht, wie alt er ist. Seine Tante, die versucht hat, ihn zu reanimieren, hat man dann später erzählt, er war noch, es war entweder ein oder Tag vor oder einen Tag nach dem Geburtstag, war er wegen seinem Führerschein noch zur Untersuchung zur ärztlichen. Und sie haben festgestellt, also alles in Ordnung. Und dann wusste ich also, 4 Tage nach seinem 50 ist er gestorben. Also mein Traum hat genau gestimmt. Oder auch einmal, da war ich 23, und noch eine ganz komische Geschichte ist mir passiert, die vielleicht auch sehr interessant ist. Aber zuerst mal kurz der eine Traum. Ich war frisch verheiratet mit meiner ersten Frau und eines Tages träumte ich, dass bei uns, wir hatten die Westbahnstrecke, die Eisenbahn, nicht einmal 1 Kilometer vom Wohnhaus entfernt. Ich ging diese Strecke im Traum rauf und wusste, da wird in 2 Tagen jemand sterben. Ich wusste nicht, wer. Nur ein Mann. Ich erzähle es meiner Frau und die sagte, ja, Träume sind Schäume, so das Übliche. Ich sage, nein, bei mir eben nicht. Ich sage, du kennst mich scheinbar noch nicht. Wir waren nicht so lange zusammen.
Und gehe dann zu meiner Mutter runter und sage, was soll ich machen? Ich fühle mich irgendwie verpflichtet. Ich weiß, in 2 Tagen wird auf dieser Strecke jemand sterben. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht geht jemand auf den Gleisen, übersieht einen Zug, ich weiß es nicht. Dann sagt meine Mutter, ja, da kannst du aber dann nichts machen. Dann ist es eben einfach vielleicht eben sein Schicksal. Ich weiß es auch nicht, was du machen sollst. Ja, das war am Samstag der Traum. Am Montag habe ich dann gehört, ist einer von Salzburg rausgefahren Richtung Linz. Der ist an seinem Bahnhof durchgefahren, weil er in falschen Zug gestiegen ist. Da gab es mehrere Züge, Schnellzüge, also dann noch die Regionalzüge. Und der ist im falschen Zug gestiegen. Die sind nur wenige Minuten auseinander gefahren. Und der wollte ausspringen bei uns im Dorf. Und da war eine Baustelle und dadurch ist der Zug langsamer gefahren und er hat geglaubt, er kann ausspringen. Anstatt auf die Böschung zu springen, ist er auf die Gleiskörper gesprungen und war tot. Das war am Montag, 2 Tage später. Und das Witzige daran war, ich habe das dann an, wurde eingeladen von einem ehemaligen Bundeswehrkollegen. Ich kannte seine Frau nicht, weil der einstweilen geheiratet hat. Und da habe ich damals, als er mich eingeladen hat, seine Frau erst kennengelernt. Und ich weiß nicht warum. Ich erzähle ihm die Geschichte. Sie schaut mich an und sagt: Weißt du was, das war mein Onkel. Der war Bibliothekar aus Neumarkt am Wallersee. Ist er da am Gleis überfahren worden oder ist er durch Nein, den durch den Sprung Sprung. gestorben? Ja, durch den Sprung. Das war irgendwann 1900. 83, 84, ich kann es nicht genau sagen. So, ich glaube 84, ja. Ja. Ja, so habe ich gelernt, man sieht oft Sachen im Voraus und man kann einfach nichts machen. Und das war das, was mir immer schwer zugesetzt hat. Teilweise sogar sehr schwer. Gerade wenn es Familienangehörige betroffen hat, wie meine Schwester. Wo man auch eine Stimme gesagt hat, bei mir war es immer so beim Erwachen, diese Stimmen, die dann sagen zum Beispiel, kannst du dir deine Schwester im Alter vorstellen? Und ich sage darauf nein. Ja, letztes Jahr ist gestorben im September an Krebs. Es hat sehr viele solche. Ja, was wollte ich noch sagen? Die eine Geschichte mit den Gedanken lesen oder hören, das war mit meiner ersten Frau. Was ich meiner Frau sagen konnte nach einem Traum, das war 2017 im Januar, stehe ich plötzlich auf und sagte zu meiner Frau: Moment, ich hatte heute einen Traum. Meine Frau sagt: Ja, was denn schon wieder? Sage: Ja, ich habe geträumt, du wirst dich in 2 oder 3 Tagen mit der Tochter treffen, weil sie dir sagen will, dass sie schwanger ist und dass sie heiratet. Und ich bin auch in dem Gasthaus, wo ihr damals wart, in meinem Traum, Entschuldigung, bin ich daneben gestanden und sie hat gesagt: Aber ich muss das jetzt nicht erzählen. Das kommt schon bei Zeiten. Das habe ich ihr genauso gesagt. Also meine Frau war irgendwie schockiert, weil sie ja schon wusste, ja, die Tochter hat gesagt: Kommst du mal, ich muss da was sagen und so. Sie war schon vorbereitet und sie wusste nicht, woher ich das weiß. Ich habe ihr Wort für Wort sagen können, was 2 Tage später gesprochen wurde tatsächlich, wer anwesend war und wo sie waren in Eisenstadt. Also meine Frau hat eigentlich nichts mehr gesagt, die war irgendwie eingeknickt. Und dann hat sie gesagt, ja, wie sie gekommen ist, später nach diesem Treffen, sagt sie, ja, sie ist schwanger. Sage, ich habe das gesagt, ich habe mir geträumt, dass sie schwanger ist. Und ich kann dir den Geburtstermin sagen. Sagt sie, der Arzt hat ihn festgelegt auf, sagen wir jetzt, ich weiß nicht genau, auf 25. Juni, sagen wir, ja. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, das Kind kommt 14 Tage früher. Sie sagt, nein, der ist festgelegt und sie hat ja keine Probleme, das kommt am 25. Juni. Sie sagt, nein, 14 Tage früher. Und ich habe ihr auch gesagt, in welchem Krankenhaus sie gebären wird. Das hat also ganz genau gestimmt. Also meine Frau hat dann nichts mehr gesagt, die nimmt es einfach so hin. Sie hat aber auch keine Angst vor mir, so wie mit der ersten Frau, die Erfahrung gemacht hat. Die hat mich dann wirklich auch teilweise gehasst, weil ich Sachen einfach gesehen habe, die sie nicht wollte, dass ich sie sehe. Und so bin ich eigentlich immer ins Hintertreffen gekommen. Das heißt, es hat für mich so eine Art Vereinsamung begonnen. Die einzigen, die mir treu geblieben sind, das war meine Schwester, meine Mutter, eine Freundin oder Bekannte, eine Freundin von meiner Frau und mir aus Salzburg. Die hat auch so die Tendenz in diese Richtung. Die ist auch sehr gut drauf, sage ich mal. Ja. Und aber der Rest, wie gesagt, ja, der hat sich zurückgezogen. Entweder weil es wirklich, wenn ich über sie was sagen konnte,
hatten sie Angst. Sie haben das nicht als Chance irgendwie angenommen, weil ich sage, umsonst sehe ich gewisse Dinge nicht. Und ich zum Beispiel würde es annehmen für mein Leben, um etwas vielleicht daraus zu machen. Aber die meisten Menschen blocken sofort ab und haben Angst und, oder sie sagen, das ist alles Quatsch. Obwohl ich Beweise über Beweise geliefert habe in meinem Leben.